hatte heute einen Einsatz auf der Autobahn. Ist die Mutter mit ihrem Kind verunglückt. Ist mir was Komisches passiert? Wir haben die Frau da rausgezogen, das Auto brannte, das Kind war schon tot. Das wusste die Frau nicht. Und sie hat mir dann was erzählt. Als sie den Unfall hatte, ist ihr Leben so an ihr vorbeigezogen. So, bevor man diesen Film... Genau, wie so ein Film. So, das Leben läuft nochmal ab. Aber das Problem war, sie hat gar nicht ihr Leben gesehen. Da lief irgendein Leben ab. Nicht ihr Leben, ja. Was denn dann für ein Leben? Das weiß ich nicht. Irgendein fremdes Leben, irgendwelche fremden Häuser, irgendwelche fremden Leute und so eine Sache. Wie, was heißt denn das, wenn man was Fremdes sieht, gar nicht sich an irgendwelche Dinge erinnert, die gar nicht vom eigenen Leben sind? Hm. Ist man dann geklont mit so implantierten Gedächtnisspeichern? Zack, gab es einen Fehler im System. In dem Film war das doch, den du angeschaut hast. Nein. Sie hat einen Schock, weißt du, das ist meine Theorie. Sie hat einen Schock und ihr Gehirn hat ihren Streich gespielt. Ganz einfach. Also die hat, ich meine, du träumst doch auch manchmal von irgendwelchen Orten, wo du noch nie warst. Nichts Besonderes. Klar. Sie hätte sich auch an eine Fernsehfigur erinnern können, weißt du, an ihre Lieblingsfigur. Deswegen gucke ich mir auch die Fotos. Was ist deine Erinnerung, Anina? Hier, außer, guck nicht auf die Fotos. Das ist nämlich das Ding. Du hast mir, weißt du, was du mir jedes Mal gezeigt hast? Jedes Mal, wenn du mir von deiner Kindheit erzählst du mir immer Dinge, die auf diesen Fotos drauf sind. So, wovon erzählst du mir? Von dem Fahrrad. Hier ist das Fahrrad. Zack. Du erzählst mir von dieser Mütze. Warum? Weil alle deine Erinnerungen sich auf deine frühesten Erinnerungen nur auf Fotos stützen, die dein Vater gemacht hat bei irgendwelchen Familienfesten, Kindergeburtstag, Parkbesuchen oder so ein Scheiß. Verstehst du? So, wo sind die eigenen Erinnerungen? Ich habe keine eigenen Erinnerungen. Ich habe nämlich keine Fotos. Die helfen uns dabei. Ich kann mich das Fernsehen erinnern an Alf, die erste Folge von Knight Rider. Kann ich dir alles erzählen? Ich bin noch ganz genau. Das erste Mal ein sprechendes Auto. Und diese Frau, wenn ich so einen Flash habe wie diese Frau, dann wird es mir genauso gehen wie ihr. Weißt du, was ich meine? Ich sitze da, habe meinen letzten Moment vielleicht, und dann sehe ich Alf oder so eine Scheiße. Verstehst du, was ich meine? Einfach einmal Jam. Ja. Jam. Jam, du bist wieder beurlaubt worden. Hm? Ja, ich soll ein paar Fehler gemacht haben. Am Unfallort. Die Frau ist in meinen Armen gestorben. Ich kann mich im Innendienst bewerben, wenn du willst. Außendienst ist gerade nicht so gut. Hat auch Thomas gesagt, ist nicht so gut, soll ich nicht machen, soll ich lassen. Dr. Groß auch gesagt, nein, ist nichts für dich, ruh dich erstmal aus. Aber im Innendienst kann ich mich bewerben, dann musst du mir was versprechen. Ich? Ja, du. Was soll ich dir versprechen? Ja, wenn du irgendwann an den Unfallort kommst, dann hilfst du nicht. Verstehst du, was ich meine? Gehst nicht hin. Geh weg. Fahr weiter. Ich geh doch extra immer zu diesem blöden Kurs. Du hast mich doch dahin. Bitte lass den scheiß Kurs. Du bleibst allein. Dir hilft keiner mehr. Verstehst du, was ich meine? Dir hilft keiner. Du hast sie doch nicht mehr alle. Na, ich... Ich hab's dir gesagt. Du bleibst allein. Das klingt bescheuert, aber sie reißen dich einfach mit in ihren Tod. Sie reißen dich mit! Okay. Nehmen wir mal an, ich würde es dir versprechen. Was würdest du dann für mich tun? Es tut mir leid, es war nur ein Rat, verstehst du? Das ist die ganze Zeit. Würdest du dann auch nicht mehr helfen? Was, wen meinst du, wem helfen? Du, niemandem. Auch nicht mehr im Innendienst. Gar nicht. Einfach gar nicht. Gar nicht mehr.
Wieso soll ich niemandem helfen? Ne? Willst du das tun? Für mich. Wir versprechen uns hoch und heilig, dass wir niemandem mehr helfen. Egal wer es ist, wir lassen ihn einfach krepieren. Schwör's mir. Wir versprechen uns das. Okay? Ich verspreche dich. Ich werde niemandem mehr helfen. Wir versprechen uns hoch und heilig, dass wir niemandem mehr helfen werden. Okay, niemandem. Ja. Egal wer es ist, ja? Ich verspreche dir hoch und heilig, dass wir niemandem mehr helfen. Niemandem, egal wer es ist, ja? Scheißegal, wer es ist. Wir gucken gar nicht hin. Wir halten Abstand. Dann passiert uns auch nichts. Okay. Was sagst du dazu? Alles gut. Vor 3 Tagen, da waren 2 Männer bei mir. So, Herr Kortheis, Kripo Hamburg, mit meinem Kollege Peter Zimmermann. Wir hätten ein paar Fragen an Sie. Können wir kurz reinkommen? Sie sagten mir, dass ich womöglich einen Unfall verursacht hätte. Ich soll hier auf dieser Strecke eine Frau mit ihrem Kind von der Fahrbahn gedrängt haben. Vielleicht ein ganz normaler Überholvorgang und dann zu früh wieder nach rechts. Sie haben sich überschlagen und waren sofort tot. Zeugen hätten jetzt mein Auto erkannt? Ich habe also 2 Menschenleben auf dem Gewissen. Aber warum kann ich mich nicht daran erinnern? Ich fahre diese Strecke sehr oft, meistens übermüdet. Habe ich es vielleicht nur verschlafen? Das Dumme ist auch, dass ich seit dieser Nachricht ein Hochgefühl habe. Ja, ich fühle mich gut. Wiedersehen. Ich weiß, das ist verkehrt, doch mein Leben hat jetzt wieder etwas. Ich werde mich vor Gericht verantworten müssen. Vielleicht muss ich sogar ins Gefängnis, wegen vorsätzlicher Verletzung mit Todesfolge oder irgend so etwas. Sie sind im Wagen verbrannt. Dafür muss doch jemand bezahlen. Ist schon seltsam. Da fahre ich jahrelang diese Strecke und erst jetzt, wo ich keinen Grund mehr habe, hier herumzugurken, bemerke ich ihre Schönheiten. Es ist plötzlich gut. So ohne Arbeit, ohne Chef. Und mit den Produkten einer insolventen Firma im Gepäck.
Wenn ich mich jetzt nur noch erinnern könnte. Bevor ich ins Gefängnis gehe, muss ich aber noch einiges schaffen. Naja, das macht man doch so, oder? Vielleicht fahre ich ja bis ans Mittelmeer. Irgendwo ans Wasser jedenfalls. Dort werde ich dann baden gehen. Vielleicht werde ich auch ein Buch über meine Geschichte schreiben. Gerade im Gefängnis werde ich viel Zeit haben. Ja, ich bin aufgeregt, fühle mich lebendig, so wie verliebt. Ich habe mich sogar wieder getraut, meine Tochter zu besuchen. Jemand gestorben. Und das ist bestimmt sehr schrecklich. Aber es macht doch absolut einen Sinn, wenn ich jetzt lebe. Wenn man einfach mal eine Schuld annehmen würde. Was für ein schöner Gedanke. Übrigens, heute waren die zwei Männer wieder bei mir. Sie bleiben also bei Ihrer Aussage, dass Sie zur fraglichen Zeit nicht auf dieser Autobahn waren. Ist das richtig? So, did you have a good flight? Your first time in Germany? No. I grew up in Germany. Where? Don't even remember. Hey, your sister's new hit. I love this song. Can you turn it down, please? I really love your music. I don't think Germans know what good music is. Pardon? Forget it. That's a German Autobahn, right? Yeah. Oh. Well, that's kind of cool. Can you go as fast as you like? If there are no limits or traffic jam, yes. So go for it. Okay. So how much is that in miles per hour? I don't know exactly.
You got any aspirin in the car? Sorry? You got any aspirin in the car? Like for headache? I don't. Sorry. Hey. I read somewhere that Germans who stayed in Germany think that Americans are pretty stupid. And that we don't know a fucking single thing. What do you think? I don't know. I don't know. I don't know. You got something else to say? I don't know. I like your music and your songs. That's all I know. Aww. You're so sweet. I'm also a singer. I'm in a band called The Nameless. Write my own songs, Britpop and so. Really? There are lots of singers around. Also ich habe mir nochmal die Bilder vom Unfall angesehen. Der Wagen war total zerdeppert. Ich meine, der hat sich 5-mal überschlagen. Und dieser Typ bekommt vielleicht nicht mal Treppen. Ich verstehe das. Hast du immer die Bremsspuren gesehen? Ja. Die war total quer, ich meine schräg. Also, nein, ist immer Quatsch. Naja, also die ging von der linken Fahrbahn einmal quer rüber bis zum Standstreifen. Ja, aber da muss der doch mit einem wahnsinnigen Speed da angekommen sein, also wenn sie abgedrängt worden wäre. Ja, ich meine, so ein Golf, der schafft bis zu 190 km/h, okay? Und die Frau ist mit 90 gefahren. Bei einer Differenz von 100 km/h, da ist ein Abdrängen in dem Sinne gar nicht mehr möglich. Also weißt du was, ich glaube, dass die Frau sich nach ihrem Kind rumgedreht hat, in dem Moment den Golf hat kommen sehen und dann das Lenkrad verrissen hat. Das ist tragisch, aber für einen Fahrfehler kann unser Vertreter Heini nichts. Warum musste der Typ seinen Golf mit 200 Sachen ausfahren? Warum war der so schnell? Naja, der hatte seinen Job verloren. Achso, der hatte seinen Job verloren. Ja. Okay, und die Frau, die hat sich nach dem Kind umgedreht? Ja. Achso. Und woher willst du das wissen? Warst du dabei? Ich glaube einfach nicht, dass das war. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir nach einem weißen Golf aus Hamburg suchen, der irgendwo nachher auf der Autobahn gehen wollte. Entschuldigung, meine Herren, dass ich mich da jetzt einmische, aber ich habe so ein bisschen Ihre Diskussion jetzt mitbekommen. Also ich bin der Meinung, solange es in Deutschland keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, hat jeder das Recht, über 200 Stundenkilometer zu fahren. Das Problem sind einfach nur die Leute, die auf der linken Spur fahren, obwohl die rechte ganz frei ist. Natürlich mache ich mich dann schon früh mit Lichthupe bemerkbar, aber die registrieren das überhaupt nicht. Was soll ich denn dann noch tun? Ja, bremsen vielleicht. Ja, wenn ich voll in die Eisen steige, meine Herren, dann steigt der Nächste auch voll in die Eisen und der Nächste wieder und so weiter. Alles wegen so einer Schnarchnase. Also jetzt passen Sie mal auf. Ja, das ist ganz schön und gut. Ja, und, Schnarchnase. Aber wir können jetzt eh nichts zu sagen. Dass doch, wir können dazu was sagen, auf jeden Fall. So eine Schnarchnase. Ne? Ja. Ballern wir doch die Schnarchnasen von der linken Fahrspur, oder? Ja. Ist doch scheißegal, wenn da ein paar Weiber draufgehen mit ihren Kindern. Ist das Ihre Meinung? Es geht hier gar nicht so sehr um die Weiber mit ihren Kindern. Es geht vielmehr um die Verkehrsteilnehmer, die nicht in den Rückspiegel schauen, um mal zu gucken, was im rückwärtigen Verkehr los ist. Und wahrscheinlich war die Dame auch so eine. Natürlich tut es mir sehr leid um das Kind, was dabei umgekommen ist. Aber das ist vielleicht auch eine Idee. Ich bin der Meinung, dass ein Gutachter jedes Jahr mit diesen Verkehrsteilnehmern auf die Autobahn gehen sollte und diesen Herrschaften mal aufhand ihrer Fehler mal zeigen sollte, wie man das verbessern könnte. Sie sollten der Erste sein. Achso, ja, dass die Frau dabei ums Leben gekommen ist, ist nicht so schlimm. Ja? Um es jetzt mal ganz deutlich zu sagen, ja? In der heutigen Verkehrssituation, ja, ist es einfach nicht angebracht, 200 Sachen auf der Autobahn zu fahren. Okay? Defensiv. Defensiv fahren ist die Devise, ja? Geht geschneit, man. Defensiv fahren. Ich fahre mit erlaubten 220 Stundenkilometern auf der Autobahn und überhole dabei 50 Verkehrsteilnehmer. Dabei muss ich ständig mit meinem Fuß über dem Bremspedal schweben, weil ich damit rechnen muss, dass einer dieser Herrschaften einen Fehler macht. Ja, das kann es so. Doch wohl nicht sein, doch. Oder? Würden Sie die Meinung auch der Familie des Opfers ins Gesicht sagen? Also wenn Sie mich kennen würden, wüssten Sie, dass ich gegenüber jedermann meine Meinung vertrete. Ja, okay, ich kann Sie ja mal bekannt machen, ja, oder? Gerne, gerne. Ja, okay. Ja, okay. Ja, gut, ja, gut, gut, gut. Machen wir.
ist Marion sein. Schön, dich kennenzulernen. Dein Vater hat voll viel von dir erzählt. Ich wohne über ihm. Naja, um es kurz zu machen, das Ganze hier ist meine Idee. Ich hab's angefangen und du musst es zu Ende bringen. Bevor dein Vater aus dem Auto steigt, wollte ich noch mal kurz mit dir reden. Marion, ich weiß, ich mische mich hier in ganz familiäre Dinge ein und du kennst mich überhaupt nicht. Aber dein Vater hat so viel von dir erzählt und da dachte ich einfach, es wäre gut, wenn du ihn heute fahren könntest. Naja, und da du nun schon mal hier bist, gehe ich davon aus, dass du ihm die Chance gibst. Es ist echt ein wichtiger Tag für ihn. Ja, sowas hat er zu mir auch gesagt. Na siehst du, dann ist doch alles super. Also viel Spaß, ja? People obviously seem to love your movie. And will there be your premiere afterwards? It's a pleasure to meet you. Because your films motivated me to shoot my own movies. You inspired me. I've just seen your last work and I was deeply impressed. Very interesting. Thank you. So, are you thinking of distributing your film on DVD only? In Germany, it's still impossible to sell a splatter movie straight as a feature. Thailand and Japan are good markets for that. Will there be a party when this is over? No, I don't think so. It seems to be kind of lame in here. Mazzotti! Kann ich ein Autogramm haben? Ja. Oh. Would you like a coffee? Sì, come no. Naja, also gut, dann erzähl doch mal was. Erzähl doch mal was von dir. Wie geht es Günther? Steht das Haus noch? Und bist du immer noch an dieser Hauptschule?
Erzähl doch mal irgendwas von dir. Es ist immer noch alles dasselbe. Es hat sich nichts verändert. Ja. Das glaube ich. Aber mit diesen ausländischen Kindern ist das nicht besonders schwierig? Also als ich noch lehrte, da Was war das... Was willst du? Naja, das war Sabrinas Idee. Eine tolle Idee. Du weißt, wie sehr ich das Ganze verabscheue. Dich ausgerechnet da hinzufahren. Und warum bist du dann hier? Weil ich dir eigentlich was Wichtiges sagen wollte. Günther und ich werden heiraten. Bei jedem anderen hätte ich mich gefreut. Deshalb wollte ich dich fahren, um dein Gesicht dabei zu sehen. Naja, ich fand die Idee auch nicht toll. Aber ich wollte auch mit dir reden. Kommt darauf an, über was du mit mir reden wolltest. Na, jedenfalls nicht über Günther. Sondern eher über Opa. Unser Lieblingsthema. Na, ich wollte es aus der Welt bringen, dieses Thema, das uns, immer nur getrennt hat. Glaubst du wirklich immer noch, dass das unser Problem ist? Ich weiß nur, dass du damit angefangen hast, ihn als Kriegsverbrecher zu denunzieren. Wie kann man jemanden denunzieren, der mit seinen Taten nur danach schrie, verurteilt zu werden? Na, glaubst du denn, dass dein Herumgewühle in der Vergangenheit irgendetwas bewiesen hat? Das war eine Siegerjustiz. Und irgendjemand musste anscheinend schuldig sein. Du willst also wirklich dieses Spiel wieder spielen, ja? Ich will nur, dass er in Frieden ruhen kann. Lass mich raten, wie es weitergeht. Ich sage, er war an der 717. Infanteriedivision und somit an den Erschießungen in Kraljevo beteiligt. Dann kommst du mit deinem revisionistischen Scheiß und sagst, dass es ein Partisanenkrieg war und dass es keine Zeugen mehr für diese Tat gibt. Dann sagst du, dass es auch kein Wunder wäre, denn wenn man die Zeugen alle erschießt, gibt es natürlich auch keine. Ja, genau. Du sagst immer, sie mussten sich wehren. Sonst wären sie getötet worden. Sie waren gute Soldaten, die ihr Gewehr niemals auf Unschuldige gerichtet hätten. Und wozu die Gegenseite fähig ist, das kannst du dir ja heute im Fernsehen angucken. Ja, genau so haben wir das immer gesagt. Bei Mutters Geburtstag hast du sogar behauptet, er hätte eigenhändig Kinder erschossen. Ja, weil du gesagt hast, dass der Polenüberfall ein Zuhilfekommen für die Volksdeutschen war. Das hat mich auf die Palme gebracht. Außerdem war das bei Onkel Paul. Ach, Onkel Paul, Onkel Paul. Hi. Na? Wie geht's? Warum fragt mich das jeder? Gehen wir nachher noch zum See runter? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir wollen gleich los. Ihr wollt wieder nach Holland Party machen. Ja. Kommst du jetzt? Wir wollen los. Ja, eine Sekunde. Naja, man sieht sich. Viel Spaß. Warum kommst du eigentlich nicht mit? Ja, du. Es wird bestimmt total lustig. Lustig. Los, zieh dich an.
Und dann habe ich noch die U-52 als Frachtmaschine auf dem Tempelhofer Feld erwischt, bevor der Follow-Me-Typ mir das Bild versaut hat. Was ich noch nicht verstehe, ist, dass der Airbus nicht kommt. Der muss doch eigentlich schon längst da sein. Immer wieder schön hier, was? Keiner belästigt dich nicht mehr. Wir stehen uns alleine im Bauch. Alles nur für Flieger mehr in unserer Sammlung. Ja, so wie früher. Und zu der Sache habe ich noch eine Frage. Hast du die Aussage bei der Polizei wirklich unter Hypnose gemacht? Ja. Weil du dich nicht erinnern konntest? Also ich habe gehört, du hast zwar den Unfall gesehen, aber du konntest dich nicht an das Auto erinnern. Ja, so ist es gewesen. Und dann hast du einen weißen Golf gesehen und Teile vom Nummernschild? Ich habe dem Beamten berichtet, was ich unter Hypnose gesehen habe. Die haben das protokolliert. Mehr habe ich nicht gemacht. Ja, aber dadurch haben die ja dann Typen festgenommen. Vorübergehend jedenfalls, oder? Ich glaube schon. Aber können wir jetzt vielleicht mal hier auf... Hey, das ist doch der Airbus. Das ist eine alte 727. Wer ist denn der Typ da? Das ist Goki. Der hatte doch im Winter die Aufnahmen von dem missglückten Landeanflug bei Sturm gemacht. Hat seine Bilder an alle Sender verkaufen können. Jetzt hofft er auf einen richtigen Absturz. In so einer Katastrophe hat ja auch immer irgendeiner einen Nutzen, ne? Hey, leck mich doch am Arsch, Mann! Okay, okay. Ich glaube, es war eine falsche Erinnerung. Es war aber keine Falschaussage. Ich habe wirklich nur davon berichtet, was ich unter Hypnose gesehen habe. Ja. Ich hatte auch mal einen weißen Golf. Genauso einen, wie ich bei dem Unfall gesehen habe. Aber das ist mir ja später aufgefallen. Du hast dich falsch erinnert. Dann ist der Typ unschuldig. Oh Mann. Da hast du dir ja ein Ei gelegt. Wieso das denn? Ich konnte doch nichts dafür. In den USA rollen jetzt ganz viele Prozesse wieder neu auf. Weil die mit so einer DNA-Analyse die Fehlurteile wieder aufdecken. Und die Zeugen da schwören auch alle, dass sie diesen Täter gesehen haben. Und ich habe doch gesagt, dass ich unter Hypnose stand. Hast du der Polizei schon gesagt, dass du dich geirrt hast? Ich meine, der Typ, den die einbuchten wollten, die haben den ja ziemlich auseinandergenommen. Immerhin ging es um zwei Todesopfer. Nein, hab ich nicht. Er ist ja auch wieder frei. Und ich mach das auch wieder gut. Hat auch schon einen Plan. Ja klar, du fährst da mit einem Präsentkorb oder Blümchen vorbei. Ein Kärtchen und Schleifchen drum. Nein, natürlich nicht. Lass mir noch was einfallen. Ihr werdet es noch sehen. Bist du eigentlich sicher, dass du dich geirrt hast? Naja, es kann ja ein weißer Golf gewesen sein. Und zufällig hattest du auch mal einen. Wie auch immer. Ich sag doch, ich mach's wieder gut. Ich werde den Menschen irgendwann mal besuchen gehen. Wieso bist du eigentlich weitergefahren, nachdem du den Unfall beobachtet hast? Okay. Die Beamten waren super froh und dankbar, dass ich mich später als Zeuge gemeldet habe, ja? Außerdem ist es gefährlich, sofort auszusteigen. Bevor man drüber nachdenken kann, da ist man doch schon 2 Kilometer weiter. Motorenstart, Motorengeräusch, gehört und überhört. Allzu bekannt diese Musik aus Lärm, Geräusch, an einem Ort von vielen. Fahrerhände tasten, greifen, halten, lassen los, packen wieder zu. Den Ablauf kennend, all die mechanischen Griffe, unbemerkt, blind, erstorbener Routine. Schicksal nimmt mich in die Hand wie ein Pfeil, legt einen Bogen Zeit an.
schießt mich in die Weite. Fahren, Benzinflügelflug, Autobahnrausch. Ein grauer Streifen, weiß geteilt, band meinen Blick, schlägt mir entgegen, zerfließt zu grauem, zähen Brei. Wieder und wieder lasse ich Asphalt hinter mir. Ich bin Geschwindigkeit jetzt, in diesem Augenblick, in all diesen Augenblicken, die sich aneinanderreihen und davonfliegen wie ungehörte Gedanken. Ich bin, aber ich habe es vergessen. Ich fahre. Der ganze Erdball umwickelt mit Bandagen aus Teer, Bitumen, Sand und Steinmehl, ödfarbige Bahnen nach überall, bunt überschwirrt mit fahrendem Menschengewirr. Unterwegs, hin zu einem Beginn, zu einem Ziel oder kurz vor einem Aufprall, kurz vor dem absoluten Ende. Das Auto frisst begierig unbeteiligten, versteinerten Straßenstoff, der eben noch wie Zukunft vor mir lag, spuckt ihn hinter sich als Vergangenheit aus. Ich, ein winziger Pfeil, durch das Universum fliegend, selbst vergessen und vergessen von alledem da draußen. Eine Baustelle rast an mir vorbei. Sekundenschnell ein aufblitzendes Bild, das mich nichts angeht, bekannt, bedeutungslos, sofort gelöscht. Irgendwo ein halber Halt, ein halber Kaffee, der nach abgestandenem Personal und nach Weiterfahrt schmeckt. Karosserie, rasende Blechschachtel, mich fortkatapultierend nach dort. Ich tauche ab in den Sound, der sich aus löchrigen Boxen ins Auto gießt, mich umspült, meine Seele durch Illusionen trägt. Mein Geist fliegt in eine andere Welt. Die Autobahn verliert ihr Grau, streift Netzstrümpfe aus grünen Wiesenflächen über, schneidet sich aus hellen Wegmarkierungen blendend weiße Strapse. CD-Infusion total. Not und Notentropf. Fahrer-Tristesse, adieu. Ich bin ein Held und töte Drachen, die weit weg sind. Singend höre ich mich durch die Frontscheibe starren, die gleich einem unsichtbaren Nichts verhindert, das klatschende Gewitterwassermassen in die Rhythmen von Ben Harper prasseln und meine warme Haut in nasser Kälte ertränken. Die Scheibenwischer tanzen, wie Idioten, nach einer anderen Musik. Hinter mir wird es Nacht. Glaubst du eigentlich daran? An was? Was René da vorhat. Was hat er denn vor? Naja, dass er zu dem Typen fährt und... Ich weiß nur eins. Er ist... bleibt. Ein Riesen. Arschlöcher. In your movies, there always seems to be a father-son conflict involved in the story. Are you maybe trying to deal with your own personal conflict here?
Are you a reporter or a filmmaker, huh? Oh, come on, you know the answer. I'm interested in your motivation. What made you so angry? You make me angry. It has been a long festival, you know, and I'm not willing to answer these kind of questions. I'm tired. Yeah, you've always been tired. Tired of your life, haven't you? Listen. Do you know why we show all these smashed bodies? All these floods of blood, slashed faces, creatures and demons? Hey, come on, you're the famous Dario Mazzotti. And you're acting like you don't know why you're so good in this business? As a child, I saw a young woman on a German freeway parking spot. She wanted to cross the road and then she was hit by a big truck. Her head exploded like a fucking watermelon. This image was very strange. And wonderful in a different way. Please don't convict me, I'm not a psychopath. Or maybe we're all psychos, but I keep searching for feelings like that. And did you find those kind of feelings? And why are you searching for? What about this woman? I don't know. I made my movies with all these themes, but she's never been there. Sometimes I drive up and down the German Autobahn, hoping to become an eyewitness of a crash. Anywhere. That sounds like a trauma. Did you consult a doctor? No, I'm okay, really. It turned out to be a modern sport these days to go see a shrink once in a while, but in many cases, I think it's a pretty bad idea to share those feelings with an unknown man or woman. You don't know me either. I think I know you. But it doesn't really matter. At least I did find a crash. A young woman and her daughter died. Have you heard about it? No. It was night. The car was burning. And I was guilty because I didn't help. Perhaps they would still be alive. I was the first one to show up. But I was petrified. All I could do was watch. And that was my answer. But which is the answer? Did you cause the crash? The accident in my childhood. I didn't really have a chance to react at all. But this time I was an unknown eyewitness who didn't help, and that makes the situation pretty clear. I didn't help, so they fucking died, you know. You see? Horror, gore, and splatter is only a deep fear of what we want to see in order to handle it. So now my first question. What is your intention? For me, it's only entertainment. Business, you know. But that's not all. The car crash, that was someone else, a boogeyman. Ein schwarzer Mann, er stand da, als ich ankam. Und das Auto brannte noch nicht. Er hat es angezündet und hat die beiden einfach sterben lassen.
Das ist wahrer Horror. Ich verlange ja gar nicht, dass du mir glaubst. Aber ich möchte auch nicht, dass du deinem Großvater wegen ein paar schwacher Indizien verurteilst. Du könntest ihn doch gar nicht. Er war so ein lieber und fürsorglicher Vater. Er war ein guter Mensch. Und warum erzählst du dann so braune Lügen über ihn? Warum verdrehst du die Geschichte fast so, als ob Opa ein Held war? Als Kind habe ich dir das noch geglaubt. Das waren eben andere Zeiten. Hier, diese Autobahn, die wurde damals gebaut und führte zu wunderbaren Städten und Landschaften. Na, jetzt sieh sie dir mal an. Raubende Rumänenbanden fahren auf ihr. Ukrainische Menschenschmuggler. Polnische Schmuggler. Ach, Propaganda hin oder her. Irgendwie hatten die doch damals recht, oder? Warum politisierst du das Thema immer? Wenn du gerade noch gesagt hast, es wäre eine menschliche Frage. Außerdem warst du da noch gar nicht geboren. Du kannst das doch alles gar nicht wissen. Wer dieser Mann war, wie diese Welt war. Aber du oder was? Ich frage mich manchmal wirklich, was wäre, wenn er in der Haft nicht gestorben wäre. Und ich müsste jetzt auch noch mit ihm hier im Auto sitzen. Gestorben? Gestorben? Ermordet haben ihn die Engländer. Sie haben ihn verhungern lassen. Er wusste einfach zu viel. Ach, du hast doch keine Ahnung. Wir waren doch nicht die Bösen. Wer hat denn die Städte zerbombt und dabei Millionen von Zivilisten umgebracht? Dagegen waren doch die KZs ein Scheiß. Ich bin in diesen Ruinen aufgewachsen. Überleg doch einfach mal, was wir für ein Privileg mit unserer Schuld haben. Welches Land kann schon von sich behaupten, für seine Taten gesühnt zu haben? Das sind doch nur wir, oder? Haben schon mal die Amerikaner gesühnt? Oder schon mal die Chinesen oder Japaner gesühnt? Und deshalb kann man doch sogar darauf stolz sein. Wieso tust du es nicht? Da haben wir es doch. Du weißt doch noch nicht mal die Bedeutung von dem Wort Sühne. Do you see that? What? The cross beside the road. Yeah. What happened there? There was an accident. Young woman died there with her daughter. She was only 8 years old. Really? That's terrible. Oh my God. You know, when you see something like that, you really ask yourself, like, what were they thinking, you know, like right when it happened? Did they know that, hi, we're gonna die? Crazy. Pardon? You know what? Hmm? Maybe it wasn't an accident. Maybe it was suicide. Then the police would be wrong. They have a guy who seems to be guilty. You never know. Maybe the police is wrong. Nah, for real. Maybe it was just meant to be, you know, how things in life are meant to be, and maybe she's happier now. Come on now. Drive faster, please. Sorry, I can't. There are limits.
I can't. I thought we were on the fucking autobahn. Speed it up now. Really. I can't, I'm sorry. Oh. Drive fucking faster. You know the story of James Dean? And how he died in that famous car crash? Yeah. Or Lady Di. She kind of died on the Autobahn. That would be my choice of death. To die on the German Autobahn. Since I'm German, it's kind of a cool story. I return to Germany and I die on the German Autobahn. Faster, please. Hey, you're a cute guy. And earlier you said you love my song. And if you love my songs, that means you love me. You're my driver, all right? And I'm your favorite pop star. Come on, drive faster. Leute, wollen wir nicht mal aussteigen oder so? Wo willst du denn hin? Naja, in die Disco natürlich. Ja, deswegen sind wir doch hier, oder nicht? Wir wollen eigentlich erst später reingehen, weißt du? Später. Oder wollen wir mal gucken, wer so da ist? Naja. Hi. That's Günther, Kirsten's neighbor. How's it going? Okay, thank you. Thank you. You want something? Oh, no. Oh, yes, Bier. Ein Bier wäre super jetzt. Bier, ja. Kein Problem. Thank you. Ciao. Günther. Uh-huh. Günther. What's your profession? My, Your job. Er will von dir wissen, was du vom Beruf bist, Mann. Ja. I'm a, Was denn? Ich bin eben total kaputt. Und wenn ich nichts nehme, dann bin ich wirklich zu nichts zu gebrauchen. Elektroinstallateur. Oh, Elektroinstallateur. Ja. Elektroinstallateur. Mhm.
Hey. Elektromann! Hey, Elektroinstallateur! Das ist ein Mädchen, ne? Ja, sie soll Clara heißen. Und Christian ist der Vater. Mhm, ja. Thank you. Do you have a friendship? A girlfriend? Yes, of course. We wanted to marry it, but now she's dead. She died in a Unfall. Oh, it's okay because she wants us. She hate my house. She don't want the child, and so she left me this way. Oh. What a fucking destiny. If you need something. Do you have LSD? God, verdammt. Okay. 1 minute. Thank you. Hi, sweetheart. How are you? We speak later. Was ist denn mit ihr los? Hattet ihr einen Unfall oder was? Sowas in der Art. Wolltest du mal wieder sterben? Schade. Hätte eine gute Schlagzeile gegeben. Hast du mal gesagt, dass du für den Tag beten würdest, an dem ich einsehe, was ich für einen Scheiß rede? Was? Steig einfach aus und... Gut, ich mach's kurz. Heute könnte dieser Tag sein. Du hast gewonnen. Du hast mit all dem, was du herausgefunden hast, absolut recht. Ich habe immer nur gelogen. Was sagst du nun? Dein Großvater hat all die Dinge getan, die Verbrechen, die Morde. Er ist zu Recht verurteilt worden. Aber es gibt nicht nur eine Wahrheit. Und? Was soll ich deiner Meinung nach jetzt tun? Soll ich auf die Knie fallen? Und um Verzeihung flehen? Soll ich sühnen? Steig einfach aus.
ganzen Tag gesucht. Harry, das ist mein Feiertag. Hast du gewusst, dass das Unglück der Titanic vielleicht hätte verhindert werden können? Nee. Aufzeichnungen haben ergeben, dass fast alle Schiffe, die den Notruf bekommen haben, auch zur Unglücksstelle hingefahren sind. Nur ein Schiff, das direkt in der Nähe war, das kam nicht zur Hilfe. Das fuhr einfach weiter und ist bis heute unerkannt. Aber ein Schiff allein hätte das Unglück doch nicht verhindern können. Nein, aber vielleicht vermindern können. Stell dir mal vor, du bist auf diesem Schiff. Und dein Kapitän gibt dir so einen Befehl. Was machst du dann? Kannst du nicht einfach weiterfahren? Tja, das ist eben die Frage. Was willst du mir jetzt eigentlich erzählen? Ich habe einen Anruf bekommen. Von einem Filmregisseur. Der macht Horrorfilme und so ein Zeug. Jetzt solltest du dem mal die Geschichte mit der Titanic erzählen. Das habe ich auch. Er ist interessiert. Ja. Aber interessanter war das, was er mir erzählt hat. Der war an der Unfallstelle auf der A1 mit drei anderen Gaffern, die angehalten, aber nicht geholfen haben. Hat er den Kortholz gesehen oder den weißen Golf? Wann interessiert mich das auch überhaupt nicht? Meine Freundin auch in der Disco kennengelernt. Scheiße, du bist ja immer noch da. Hey, Lego-Installateur. Hi. Wir tanzten Disco-Fox die ganze Nacht. Sag mal, warum gehst du nicht mal raus? In einen Club oder so? Ich wollte ja mit Kerstin reingehen. Aber ich weiß nicht, wo die ist. Ist alles klar bei dir? Ich hab gehört, was du gekauft hast. Hast du schon mal so etwas genommen? Nee. Aber es kann ja auch nicht viel schlimmer werden. Ich will sie nur bekämpfen können. Marion. Sie schickt mir Bilder. Hä? Echt seltsame Bilder. Die mich wohl zum Weinen bringen sollen. Aber den Gefallen tue ich ihr nicht. Jedenfalls solltest du wissen, dass ich nicht dein Kindermädchen spielen werde. In dem Film musst du heute Nacht alleine fahren. So eine Scheiße, Mann. Du bist doch echt ein Idiot, oder? Was lachst du? Du, mein Kindermädchen? Du kannst doch noch nicht mal auf deine Freundin und dein ungeborenes Kind aufpassen. Was? Was hast du gesagt? Fick dich doch! Schon mal einen Menschen brennen sehen? Ich war bei der Unfallstelle. Ich bin Marion hinterhergefahren. Sie war doch viel zu müde. Sie hatte sich mal wieder mit ihrem Vater gestritten. Er ist die ganze Nacht durchgefahren. Dann taucht sie auf einmal morgens auf und nimmt die Kleine, um sie zur Schule zu fahren. Und dann lag sie plötzlich im Graben. Und ich tanzte um sie herum, wie ein Teufel ums Feuer. Ich brauche jetzt unbedingt ein Bier.
er jetzt weinen. Ich hab dir doch erzählt, was der genommen hat. Das wird eine Weile dauern, bis er wieder runterkommt. Was machen wir denn jetzt mit dem? Das weiß ich doch nicht. Am besten wir lassen ihn hier. Was? Was? Bist du bescheuert? Ja, lass uns fahren. Der ist doch sowieso schon weg. Von wegen. Er hat das Zeug noch nicht mal angefasst. Ist mir scheißegal. Lass uns abhauen. Okay. Vielleicht finden wir ihn ja noch. Am Ende ist dann der Lebenserhaltungstrieb doch größer, als man glaubt. Man schwört sich immer, in bestimmten Situationen richtig oder anders zu handeln. Doch dann bekommt man plötzlich die Gelegenheit, sich selbst aus der Sache zu retten. Und nutzt sie natürlich. Es ist so verdammt einfach. Das war aber schwer, dich zu finden. Schön, dass du gekommen bist. Tja. Tja. Wollen wir etwas spazieren gehen? Ja. Zuerst habe ich ja gedacht, du wolltest dich nur an mir rächen. Wieso? Ja, weil du mich ausgerechnet hierher bestellt hast. Weißt du, du bist für mich immer noch meine Frau und hier haben wir uns schließlich kennengelernt, naja. Vielleicht bin ich auch deswegen hier gelandet. Aber sehr weit hast du es ja nicht geschafft. Ich dachte, du wolltest bis ans Mittelmeer. Du hast mein Buch gelesen. Ja. Du wolltest es doch nur schreiben, falls du ins Gefängnis musst. Ja, aber ich konnte es einfach nicht mehr abwarten. Warum? Was meinst du? Lässt sich das verkaufen? Naja, ich kann das nicht so richtig beurteilen. Na komm, du hast sicher eine Meinung, also sag sie mir. Also gut. Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden interessieren wird. Ja, deine Geschichte ist einfach zu naiv. Außerdem, ich verstehe nicht, warum du das alles auf dich nimmst. Warum machst du das? Vielleicht, weil ich einen Unfall verursacht habe, weil ich zwei Menschen getötet habe. Erinnerst du dich, ja? Aber sie können dir doch gar nichts beweisen. Es gibt keine Zeugen und du hast ausgesagt, dass du gar nicht da warst. Ja, aber ich bin das Monster. Aber daran bin doch nur ich schuld. Ich habe der Presse Fotos von dir gegeben. Du brauchst kein schlechtes Gewissen haben. Das ist schon in Ordnung so. Ich bin gern das Monster. Hast du übrigens was organisieren können? Ja. Sie sind hier. Wo? Oh. Danke. Aber du bist doch nicht schuldig, oder? Du bist nicht im Gefängnis, du bist hier. Du hast es geschafft. Ja, aber ich will noch ein bisschen Geld verdienen. Korthals. Oh, Entschuldigung. Ja, dann sind Sie unser Held für heute. Bist du dir sicher, dass du das willst? Ich muss. Ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Bereit? Willst du das Mikro holen? Alles klar. Guten Tag. Ich begrüße Sie heute vom Ostseestrand und berichte über einen Menschen, der als Monster-Rase der A1 in den Medien bekannt geworden ist. Aber wer ist der Mensch dahinter? Und ist er wirklich schuldig? Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, diese Menschen ausfindig zu machen und ihnen, sehr verehrtes Publikum, näher zu bringen. Und da hinten steht er auch schon. Ein Mörder? Ein Opfer? Wir werden es gleich herausfinden. Herr Korthals, meinen Sie wirklich, Sie sind unschuldig? Nein, ich denke, ich bin eher schuldig. Ist das also jetzt ein Geständnis? Ich bin schuldig. Mhm.
können sich also jetzt plötzlich erinnern. Bisher war ihre Amnesie ja ihre Rettung. Herr Korthals, was halten Sie von den unbarmherzigen Vier? Von wem bitte? Den unbarmherzigen Vier. Nach neuesten Zeugenaussagen gab es 4 Gaffer an der Unfallstelle, die zugeschaut haben, während das Auto brannte. Sie waren aber jedoch weg, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Was sagen Sie dazu? Die unbarmherzigen 4. Mhm. Was waren das für Leute? Was denn? Ich war doch nur kurz am See. Somit ist er wahrscheinlich für den Unfall verantwortlich und Sie unschuldig. Was sagen Sie dazu? Tja. 4 Menschen waren da, ja. Mhm. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Ja. Die Gedanken bestimmt.
Tja, wenn Sie mich so fragen. Ich kann mich zwar nicht erinnern, aber manchmal träume ich davon, dass ich an der Unfallstelle bin. Ich gehe im Morgengrauen auf der Fahrbahn entlang. Aber da ist keine Unfallstelle. Es ist zwar genau da passiert, hinter diesem Ausfahrtsschild, aber da ist sonst nichts. Ist das aber nicht eine Art Geständnis? Ist das nicht ein Beweis eines Verbrechens, wenn man davon träumt?